Als Shopbetreiber kann ich dir eines sagen, überall wo EDC draufsteht, das verkauft sich gut. Tasmanian Tiger hat ein neues Pouch rausgebracht, und zwar das EDC Pouch. Und wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop über Lebensgrund. Schön, dass du dabei bist. EDC Pouch von Tasmanian Tiger. Ich habe das seit 3-4 Monaten im Test und kann dir sagen, es ist eine runde Sache, aber du musst wirklich wissen, was du willst. Fangen wir an. Es ist ein bisschen größer, das siehst du schon. Ich gebe da unten den Link auf Amazon oder zu mir in den Shop, da hast du die technischen Daten. Aber es ist halt nichts, was man so klein einsteckt, sondern da passt aber auch einiges rein. Das heißt, alle Vor- und Nachteile, also wenn du etwas Kleines suchst, ist es nichts. Wenn du aber viele Sachen mitnehmen willst und das schön verstaut haben willst, ist es eine gute Sache. Aber ich fange außen an. Molle, das ist die Molle-Streif, die sind dieses Mal, beziehungsweise die Fixierungsriemen, die sind dieses Mal anders. Wenn du Tasmanian Tiger kennst, dann waren das normalerweise immer diese Clip-Teile. Mit allen Vor- und Nachteilen, ist aber auch schwerer, ist vielleicht auch eine Fehlerquelle, wobei ich dazu sagen muss, ich bin seit Jahren TT-Händler und habe noch nie, und wir haben sehr viel, also viele Kunden haben bei uns gekauft, habe noch nie eine Reklamation wegen dem gehabt, wegen dieser Nitte, ja, nie. Es gab einmal eine Reklamation wegen einem Rucksack und das haben sie ausgebessert und das war die einzige Reklamation in meiner gesamten Händlerkarriere. Und das heißt was. Und daher mag ich die Firma auch. Nicht nur privat, sondern auch geschäftlich. Aber das passt gut. Hier hinten sind 4 D-Ringe und ich weiß es nicht. Ich mutmaße. Eigentlich könnte man hier an diesen 4 Ringen Riemen anbringen. Und dann könnte man das hier so vor der Brust tragen und dafür würde es sich dann nämlich zum Beispiel auch wieder gut anbieten, weil dann kann man da zugreifen und hat dann die ganzen Sachen, die man braucht, kann darauf alles tun, was man braucht oder und fertig. Und für die Leute, die Plattenträger und so Geschichten haben, ist das sicher auch super, weil du kannst das hier hergeben, eine tolle Sache und vielleicht ist das EDC dabei. Ich weiß es nicht, was sie sich die Entwickler von TT dabei gedacht haben. Aber sie haben sich bei der Konstruktion einiges gedacht. Es gibt hier vorne die Klappe, wo man natürlich ein Patch drauf passen kann, eh ganz klar. Und wenn auch du ein Survival Instructor nach Rainer Rossmann sein willst, dann schau unten auf meiner Homepage vorbei. Aber eine andere Sache. Dann hier gibt es die Möglichkeit, irgendwas so Klarsichtausweis oder was weiß ich. Dann sind hier 2 so kleine Riemen. Auch da würde zum Beispiel eine Pinzette oder irgendwas dazwischen passen. Oder, und das ist halt die Frage, ob das wirklich so gedacht ist, dass man da Flexicord irgendwie reingibt. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall da. Dann hast du hier 1, 2, 3 Fächer und die sind auch relativ groß, also da passt auch einiges rein. Ich will exemplarisch jetzt zum Beispiel dieses kleine Teilchen hier reingeben, also das geht sich wirklich gut aus. Nettes Teil habe ich momentan im Test, kommt da mal ein Video dazu. Also das passt einmal alles ganz gut. Hier unten sind auch noch einmal so kleine Klappen, das heißt auch da könnte man zum Beispiel irgendwas reingeben. Ist alles gut gemacht, da gibt es überhaupt nichts. Das war's dann auch hier vorne. So, du hast Zugriff auf diese Teile hier von außen, aber auf die hier, da musst du die Klappe aufmachen. Die Klappe aufzumachen kann man auch über diesen, ja, was da angenäht ist, mir fehlt jetzt der Name nicht ein, aber das ist so in einem Video. Danach, wenn ich es dann schneide, dann sage ich, Herr Trainer, warum ist das nicht eingefallen? Vielleicht schreibst du mal einen Kommentar, was das heißt. Lasche vielleicht, ist das eine Lasche. Auch die ist natürlich geöffnet, also da könnte man auch noch einmal einen Karabiner hacken oder irgendwas reingeben, wenn das denn notwendig ist. Hier oben ein Zip mit einer Tasche, die wirklich über die gesamte Klappe, also da ist aber keine, da ist jetzt dann keine Organisation mehr drin, es ist einfach nur eine Klappe und das war's einmal. Dann 2 Wege Reißverschlusssystem, um in das Innere der Tasche zu kommen. Und hier siehst du jetzt schon, fangen wir gleich einmal hier an, wir sind da auch wieder Molle-mäßig unterwegs, aber auch mit dieser Klettgeschichte, dieses modulare Aufbausystem, das Tasmanian Tiger jetzt massiv ausgebaut hat, also wir haben schon angefangen und das ist jetzt massiv ausgebaut, da wird jetzt hier am Kanal auch noch einiges kommen, also lass ein Abo da und Glocke drücken nicht vergessen, damit du auch immer wieder die neuesten Videos dazu kriegst. Und schau in der Playlist Tasmanian Tiger vorbei. Auch vielleicht eine Idee, gebe ich dir da oben den Link. Auf jeden Fall, das geht sich auch sehr schön aus und man kann auch diese modularen Taschen, die es hier gibt, mit einbauen. Dann, hier auf der Seite, da siehst du, auch da sind so kleine Clips oder Laschen, die geöffnet sind. Also, da könnte man auch ein Flexicord reingeben, wenn man das denn will. Oder man gibt eine Pinzette oder... Ich sage immer Pinzette. Ich bin halt Pinzetten verrückt, weil
das etwas ist, was ich oft draußen brauche und man nicht so einfach improvisieren kann aus natürlichen Mitteln. Deswegen ist das so etwas. Also das gibt es hier auf allen vier Seiten. 1, 2, 3, 4. Diese Laschen. Hier unten sind auch noch einmal flexible Laschen eingebaut. Also auch da kann man was reingeben. Die sind doch ein bisschen größer. Das heißt, da geht auch schon ein bisschen mehr rein. Ist eine feine Sache. Dann hast du hier noch einmal auf der anderen Seite hast du auch noch einmal diese vier Laschen, wie auf der Unterseite oder Oberseite oder wie auch immer. Könnte man auch Flexicord reingeben oder irgendwas reinstecken. Und dann gibt es hier diese Ebene. Und in der Ebene hast du hier mal 1, 2, 3 große flexible Laschen und hier aufgenäht etwas kleinere. Ja? Und da geht zum Beispiel eine Kuli oder irgendwas gut rein. Das passt. Also, wenn du da einen Leatherman reinbauen willst, was ja viele machen, oder ich weiß nicht was. Also, da hast du wirklich viele, viele Möglichkeiten und viele Varianten, um deine Ausrüstungsgegenstände unterzubringen. Und ich packe jetzt hier mein Tool, das Rainer Rossmann Survival Tool, gebe ich dann natürlich auf den Link, das ist ja ganz klar in meinem Shop, als Kuli-Ersatz zu sagen, wobei es ist ja kein Kuli, sondern es ist ein Survival Multitool, aber egal. Das geht sich alles wunderbar aus und also überhaupt kein Thema. Und hier hinten gibt es dann noch einmal ein großes Fach, das über die gesamte Länge geht, ja, oder über die Breite auch, hat keine Organisation mehr, ist einfach nur mehr ein Schubfach. Ist ganz einfach so. Zumachen, ich habe eh schon gesagt, dass es ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem ist. Das ist relevant. Hier hinten auch noch einmal Mollestreifen. Soll so sein, alles gut, alles nett. Ich finde die Tasche insgesamt interessant. Nur, und jetzt muss ich etwas dazu sagen, das betrifft jetzt mich als René Rossmann. Ich würde es total genial finden, wenn es da so etwas geben würde, damit man das so tragen kann, so vor der Brust, weil ich habe das lieben gelernt. Ich habe von Helikontext, da habe ich einmal vor einiger Zeit ein Video gemacht, das war letztes Jahr, da gebe ich da oben den Link, da habe ich so etwas so vor der Brust und das erinnert mich total, also ich bin mir sicher, dass die einen nicht von den anderen abgebaut haben, das will ich damit nicht sagen, aber es wäre total genial, die haben das, ist ein Bushcraft irgendwas, ich weiß es nicht mehr, egal, aber das ist auch so ähnlich. Und es wäre voll genial, wenn es irgendein Koppelsystem geben würde, nicht nur mit Plattenträger, dass man das hier vor der Brust tragen kann. Denn du hast dann hier dein ganzes Zeug beisammen. Kommt drauf an, was man tut. Ich meine, im Krieg ist das wahrscheinlich was anderes, als wenn ich meine Spielereien im Wald mache. Das ist ganz klar. Aber du hast die ganze Ausrüstung, sei es jetzt ein GPS-Gerät für Orientierungstrainings, die wir haben zum Beispiel, oder die Karte auch und den Kompass, einen Stift, dann es passt ja da ein Block rein, zum Beispiel für Rid in the Rain zum Beispiel, ne? Diese Teile hier, das geht sich hier ja alles ganz locker aus, das könnte man hinten in das Fach reingeben, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, das würde mich freuen, aber ja, ich bastle schon wieder, tut mir leid. Alles in allem eine sehr, sehr interessante Tasche, besonders wenn du auf die Größe stehst und wenn du sagst, okay, das ist etwas, mit dem du dich anfreunden kannst und wo du auch das eine oder andere reinpacken kannst, dann kann ich dir die Tasche empfehlen, qualitativ, ich brauche bei TT nichts sagen, also das ist selbstredend, jeder, der das kennt, weiß, dass das hundertprozentige Qualität ist. Link zu mir in den Shop oder auf Amazon, eh ganz klar, findest du hier unten. Schreib mal einen Kommentar, hast du das EDC-Pouch? Was ist deine Meinung dazu? Was hältst du davon? Wo siehst du das Einsatzgebiet? Ist das wirklich so EDC oder für welche Personengruppe ist das ein EDC? Schreib mal was, da würde ich mich freuen. Daumen nach oben oder nach unten, Link zu mir in den Shop, Abo und ein paar andere Videos und bis bald, dein René Rossmann und ciao.